So, da geht's auch weiter bei Assassin's Creed Teil 2. Und ja, wir befinden uns immer noch in Desmonds Welt nach dem letzten Ausflug hierhin, nachdem wir diesen komischen Traum hatten, wo wir Alter Ehe gespielt haben, der eine ja mysteriöse Frau verfolgt hat. Und ach ja, genau, ich wollte die Lucy ja nicht ansprechen, weil ich geglaubt habe, dass dann da ein langes Gespräch draus wird und dass sich dann mit der Zeit der Aufnahme überschneidet. Aber okay, mit den beiden kann ich nicht reden. Gut, dann rede ich jetzt mal mit der Lucy. Und danach geht's wahrscheinlich wieder zurück in den Animus. So, hallo Lucy. Hey. Hi. Alles okay? Ja, alles klar. Alles super. Sicher? Wir haben gestern noch zwei Teams verloren. Noch acht von uns einfach weg. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es wird immer schlimmer und schlimmer. Erinnerst du dich, was du mir sagtest? Du musst glauben. Und schau, hier sind wir sicher, ganz sicher. Und wie lange? Wenn sie uns finden, was ist dann? Wenn das passiert, wenn es passiert, erledigen wir das schon. Ich beschütze dich. Egal. Genug gejammert für heute. Ich mach mich an die Arbeit. Solltest du auch. Bahnt sich da etwas an zwischen den beiden? Wer weiß. Auf jeden Fall will Desmond für sie kämpfen und ja, er hat immerhin jetzt schon ein Ziel, für das sich zu kämpfen lohnt und das wird ihnen hoffentlich auch Kraft geben oder so. Naja, ich versuche nochmal mit dir zu reden. Wirklich, mir geht's gut, ganz ehrlich. Okay, das heißt so viel wie verpiss dich. Ich habe keine Lust mehr mit dir zu reden. Gut, dann würde ich sagen, legen wir uns mal wieder zurück in den Animus, damit es weitergeht in Ezios Welt. Wir sind da, wir sind endlich da, wir sind in Venedig angekommen. Hierher. Unglaublich, was? Ach, einfach schön. Seht euch das an. Ah, ja. Und neben uns steht auch direkt der Leonardo. Ich glaube, wenn wir den ansprechen, dann kommt eine Mission, wo wir ein bisschen durch die Stadt geführt werden. Das mache ich auch direkt, nur ich, ja, ich kletter erstmal auf den einen Turm, damit wir ein bisschen Überblick schon mal haben, weil die Karte ist nämlich groß und da ist noch nichts frei. Ja, und das hier ist ein Templerversteck. Das habe ich dadurch freigeschaltet, dass ich die White Edition gekauft habe von Assassin's Creed 2. Und ja, das werden wir auch besuchen. Das ist sowas ähnliches wie ein Assassinensiegel, nur ohne Siegel halt. Okay. Gut, dann kletter ich erstmal auf den Turm, der sich praktischerweise ja direkt hier befindet. Ja, dann sehen wir weiter in der erlauchtesten Republik Venedig. Wir sind jetzt im Jahr 1481. Das heißt, boah, ich habe vergessen immer, wann das Spiel angefangen hat. Ich glaube, im Jahr 1476, da sich das Spiel ja echt über mehrere Jahre erstreckt, was ich beim ersten Mal durchspielen gar nicht so gecheckt habe. Und dann plötzlich irgendwann mal so gemerkt habe, oh, ja, es war ja ein paar Jahre, die da vergangen sind. Naja. Man sieht schon eine recht große Stadt. Eine wirklich große Stadt. Eine wirklich große Stadt. Wir müssen auf jeden Fall, oder was heißt wir müssen, wir kommen auf jeden Fall auch zu dem großen Platz, der da hinten ist, da wo der Turm sich jetzt in der Mitte befindet. Und da war ich auch schon mal in echt. Da hatte ich auch schon so einen kleinen Wiedererkennungswert. Klar sieht es heute in Venedig etwas anders aus. Es hat sich vieles verändert in den Jahren, aber man erkennt es trotzdem so ein bisschen wieder. Okay, ja, Schnellreisestation. Ich weiß, was es ist. Okay, ich würde sagen, wir reden mal mit dem Leonardo, weil er sieht so aus, als hätte er irgendwas verloren bei seinen Klamotten. Aber wer weiß. Naja, wir gucken erstmal und fragen, wie es ihm geht. Messer da Vinci. Ja? Buongiorno. Willkommen, ich bin Alvise.
Senior Donner bat mich, euch zur Werkstatt zu geleiten. Seid ihr bereit? Ja, genau. Der führt uns jetzt zur Leonardos Werkstatt und auf dem Weg dahin erzählt er uns, glaube ich, auch ein bisschen was über die Stadt, weswegen ich da einfach mal dann meine Klappe halte. Aber die Mission heißt Benvenuto. In einer, an einer Stadtführung durch Venedig mit Alvise teilnehmen. Okay, viel Spaß. Ah, Venezia. Welcher andere Ort ist so schön, so stabil, so perfekt? Ja, bevor wir weitermachen, können wir aber noch was über den lesen. Ich weiß gar nicht mehr, ob der noch überhaupt wichtig wird, aber schadet ja nichts. Also, Alvise da Vilandino. Geburtsjahr 1441, Beruf Kofferträger. Alvise war gebürtiger Venezianer und arbeitete mehrere Jahre als Kofferträger, bis er, überzeugt von der Überlegenheit Venedigs, zur Marine ging. Im Jahre 1500 hatte er die Aufgabe, die Festung von Modon gegen die Türken zu verteidigen. Nach einem heftigen Trinkgelage wurde Alvise eines Morgens von türkischen Kanonenfeuer geweckt, die Stadt wurde angegriffen. In Panik rannte er über das Deck, stolperte, stieß sich den Kopf und ertrank. Als klar wurde, dass Venedig die Schlacht verloren hatte, wurde er vom Kapitän des Schiffs der Unachtsamkeit beschuldigt und aus allen Logbüchern der Marine gestrichen. Also ein klägliches Dasein. Naja, auf jeden Fall gehen wir jetzt weiter mit Leonardo und dem Typen über die Straßen von Venedig und hören uns ein bisschen was über die Stadt an. Kommt, ich zeige euch ihre Wunder. Unser erster Halt? Die Rialto-Brücke. Seht, wie elegant sie sich über den Canale Grande spannt. Ein Symbol für den Stolz und die Einheit Venedigs. Lasst uns weitergehen. Da wären wir, San Giacomo di Rialto, die älteste Kirche Venedigs. Ist sie nicht wundervoll? Und der Uhrenturm, magnifico. Kommt, kommt, es gibt noch mehr zu sehen. Keine andere Stadt kann es mit den Märkten Venedigs aufnehmen. Seien es Tücher oder Gewürze aus nah und fern. Es gibt... Du solltest doch zu Hause bleiben! Aber die Miete ist bezahlt! Ich habe das Recht, hier zu verkaufen! Emilio sieht das anders! Nein, nicht! Halt! Halt! Setzen wir den Rundgang woanders fort. Aber ich rede trotzdem. Ja, geht weiter, der redet jetzt gerade ein bisschen wenig. Aber ich glaube, wir sind da. Oder auch nicht. Schau, ist das nicht fabelhaft? Würdest du mir das kaufen? Ich habe mein Geld bei meinen Sachen gelassen. Hey, pass doch auf, verdammt! Na toll, wurden wir beklaut? Anscheinend nicht. Wir haben noch 31.028 Florin. Das ist eine ganz schöne Menge. Das heißt, wir können gleich mal wieder ein bisschen einkaufen gehen. Und hier haben wir den Palazzo della Seta, Heimat Emilio Barbarigos. Eigentlich ist er durchaus sehenswert. Aber so wie die Dinge jetzt stehen... Warum? Was ist passiert? Er versucht, alle Händler unter seinem Banner zu vereinen. Aber es gab Widerstand. Teilweise gewaltsam. Was für eine Art Widerstand? Sie sagen, sie kämpfen für das Volk. Für Freiheit, Gleichheit und ähnlichen Unsinn. Ha, Unfug, wenn ihr mich fragt. Die haben meinen Stand zerstört. Ich verlange Wiedergutmachung. Hier, bitteschön. Der Doge wird davon erfahren. Ich werde das dem Rat melden. Na dann viel Glück, mein Freund. Was tut ihr denn? Ihr seid wegen Behinderung des Handels verhaftet. Das habt ihr euch ausgedacht. Es gibt kein solches Gesetz. Jetzt schon. Nein, halt! Ja, scheint nicht alles so im grünen Bereich zu sein, auch hier in der Stadt nicht. Das heißt für uns, wir werden auch hier keine schöne Zeit haben. Und können uns nicht einfach unbeschwert an den ganzen Wundern dieser Stadt erfreuen. Nein, wir müssen auch wieder töten. Morden. Und nun zeige ich euch die Werkstatt, Ser Da Vinci. Wir scheuten weder Kosten noch Mühen. Passt auf, es ist perfekt, als hättet ihr Firenze nie verlassen.
Ich wünsche euch großen Erfolg und hoffe, ihr schätzt Venezia ebenso, wie sie euch schätzt. So, da wären wir. Aufregend, nicht? Kommst du mit rein? Vielleicht später. Ich muss zum Palazzo della Seta, um eine Audienz bei Emilio zu bekommen. Wie du willst. Aber solltest du einmal Langeweile haben oder weitere Kodexseiten finden, komm zu mir. Meine Tür steht dir immer offen. Grazie, mein Freund. Di nulla. Ja, und das war auch die Mission. Die Sequenz gerade, wo man Kreis drücken musste, um den Leonardo zu umarmen, die habe ich bis jetzt immer versaut. Beim ersten Mal durchspielen und auch beim zweiten Mal. Okay, wir müssen erstmal, wir hören jetzt erstmal was. Ich fand diesen tollen Ort, den du entdecken kannst. Dort kannst du üben. Santa Maria dei Frari ist auf der Karte markiert. Okay, danke. Okay, jetzt war da gerade was über Emilio Barbarigo. Das können wir uns jetzt gleich durchlesen. Machen wir im nächsten Teil, würde ich sagen. Was ich sagen wollte, ja, ich habe das immer versaut und wenn man das nicht drückt, dann umarmt der Ezio den halt nicht und der Leonardo guckt dann ganz traurig und ja, es ist zwar nicht storyrelevant, aber es tut einem dann schon leid, wenn man den dann so sieht und mit dem traurigen Blick. Naja, wir können aber noch ganz kurz zu Leonardo reingehen und ihm die Codex-Seiten geben, die wir bis jetzt gefunden haben, was wir dann, glaube ich, auch mal tun. Leonardo! Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Ist das eine umgekehrte Cäsar-Verschiebung? Wenn ich einfach diese Buchstaben... Ich hab's. Das ging ja schnell. 4 Codex-Seiten entschlüsselt. Juhu. In der Stadt gibt's wahrscheinlich auch noch ein paar. Ich gucke mir mal kurz die Karte an. Okay, noch ist keine freigelegt, aber ihr seht, die Stadt wird riesig. Das hier ist das mittlere Gebiet, wo wir jetzt sind, das Zentrum sozusagen. Und dann geht es hier noch weiter und hier und hier. Und dann geht es hier hinten noch weiter und hier. Also es gibt einiges zu tun und ich habe mal wieder viele Türme, die ich offscreen dann erkunden muss. Ja, ich würde sagen, das war es jetzt auch für diesen Teil. Und im nächsten Teil könnten wir eigentlich schon das Templerversteck machen. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dann.